So, und es geht weiter mit Let's Play GTA San Andreas, wollte ich schon sagen. Nein, es ist leider nur noch Vice City. Alle wollen ja mal San Andreas sehen, aber es geht doch nicht. Ich kann es noch so oft sagen. Wir gehen jetzt erstmal auf Autosuche. Wir müssen jetzt erstmal die schlechteren Wagen finden. Idaho. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wagen ist im Moment. Idaho war immer so eine Frage bei mir. Ich kann mir vorstellen, welcher es ist, aber ich war mir nicht sicher. So, also Ranchers. Da haben wir doch schon mal einen Landstalker. Da können wir den noch schon mal mitnehmen und dann da rein parken. Landstalker. Schön. Jetzt müsste eigentlich auch so ein Symbol kommen oben links. Das ist ein Wagen, den du abgeben kannst. Oder? Komm, lass uns in San Andreas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheißwagen. Ah. Ich weiß auch gar nicht, ob man Geld dafür bekommt, wenn man einen Wagen abgibt. Ich weiß auch nicht, ob man Geld bekommt oder mehr Geld bekommt, wenn er jetzt in besserem Zustand ist oder so. Ich gebe mir jetzt einfach mal so ab. Mal gucken, was passiert. Hier links haben wir übrigens noch Garagen. Zu unserem eigenen Gebrauch. Ja, seht ihr. Gehen alle auf. Ist verrückt. So, hier, zack, rein. Rausgehen. Ja. So. Quatsch. Auf dich ist Verlass. Ja. Gut, durchgestrichen. Wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen. Da stand leider nicht wie viel. Aber na egal. Passt schon. So, einmal abspeichern. Ja, was konnte ich noch reden? Wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben mit den Castingshows? Was soll ich denn da eigentlich noch sagen? Wollte ich nicht nur irgendwas dazu sagen? Ja, keine Ahnung. Es regt mich auf jeden Fall richtig auf, dass sie ja die Zeit so verschwenden. Also von mir aus sollen die da eine halbe Stunde senden, ohne irgendwas Gescheites zu bringen, aber nee, das ist ein Virgo, schade. Es nervt einfach nur, dass sie da wirklich sagen, ja, dass sie eben die Zeit so verschwenden. Man möchte es halt wissen teilweise. Super Talent zum Beispiel gucke ich eigentlich ganz gerne, der Rest ist eigentlich Schrott. Aber das gucke ich ganz gerne. Und dann, ah, da denke ich mir nur, Kotz, ey. Sag endlich das Ergebnis, du weißt sowieso schon, wer es ist und gut ist. Oder was mir auch noch aufregt, ist ja, gibt es ja immer diese schönen Notare, ne? Oder wie sie heißen. Ja, Notare, glaube ich. Die immer das Ergebnis da ausrechnen. Und was ich auch schön finde, ne? Ironiemäßig schön finde, dass die halt, ja, die kommen nicht angestürmt. So, hier, ich hab's Ergebnis, sondern die laufen so ganz gemütlich, so halben km/h pro Stunde, laufen die da durch die Gänge, gucken sich nochmal ein bisschen die Bilder im Gang an, sagen, ja, schön und so. Und, oh, das regt mich auf, ey. Anstatt dass sie sich mal beeilen und sagen, ja gut, die Leute wollen es wissen, also hau ich mal rein. Nö, ich lasse die Leute warten, mal gucken. Mal gucken, was sie denken. Ist mir scheißegal, was sie denken. Ich laufe jetzt einfach so schnell, wie ich will. Na, gucken die aber noch stumpf in der Gegend rum, bisschen an der Wand und so. Bleiben vielleicht nochmal stehen und überlegen nochmal, was man da an der Wand für ein Bild hinhängen könnte oder so ein Scheiße. Ah, Moment, das brauchen wir auch. Das ist echt ätzend. Das ist richtig ätzend. Yo, 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 I be easy, okay. I be easy? I am easy. So, den brauchen wir da auch. Danke. Ja. Wenn mich eins aufregt, dann das. So. Zack, nochmal zu. Okay, so viel Geld bekommen wir dafür nicht. Aber mir reichen schon die Geschenke, die wir da bekommen. Die Autos, die wir da bekommen am Ende. Die reichen mir schon. Ich mache jetzt noch diese Reihe und den Rest mache ich offscreen, würde ich sagen. Ja. Ja. Oder ich mache es mal nebenbei so ein bisschen. Eins von beiden. Ihr könnt es ja mal entscheiden, ob ich die Wagen. Oder ich suche jetzt halt erstmal diese Liste, die ich jetzt momentan habe.
die ich momentan abarbeiten soll. Die suche ich jetzt noch. Und danach könnt ihr entscheiden, ob ich die Offscreen machen soll. Also ohne, dass ihr es seht. Oh, oder ich mache es halt so ab und zu mal, wenn ich jetzt, sag ich mal, keinen Bock hier auf Filmstudio habe oder sonstige Sachen. Müsste man sagen. Danke. Sehr vielen lieben Dank. Aber ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Idaho. Ich weiß nicht genau, wie der aussieht. Das war der Esperatos oder so hieß er. Idaho, ich kenne den Wagen, aber ja, die Wagen konnte ich noch nie so richtig zuordnen. Alle anderen Wagennamen kenne ich eigentlich. Zeig mir Wagen und ich weiß, wie der heißt, aber der, ey. Dieser scheiß Idaho, keine Ahnung, warte mal. Ich lackiere ihn jetzt noch einmal ganz kurz. Da müsste er ja wieder komplett heile sein. Vielleicht bekomme ich dann etwas mehr Geld, wenn er ganz heil ist. Keine Ahnung. Sehen wir dann. So, jetzt bekomme ich 500. Ich glaube 500 waren das jetzt. So, und jetzt brauche ich noch den Stallion. Den brauche ich auf jeden Fall noch. Und den Idaho. Kann sein, dass ich noch irgendeinen brauche. Aber die auf jeden Fall. Die beiden. So, und die suche ich jetzt auch erstmal. Ja, was soll, ja, was kann ich sonst noch reden? Ich könnte ja mal ein bisschen über die Schule reden. Über unnötige Fächer zum Beispiel. Ich finde ja, Religion ist ein richtig unnötiges Fach. Ist das ein Idaho? Nein, das ist kein Idaho. Ich guck mal nach. Religion ist wirklich so ein richtig unnötiges Fach. Finde ich echt. Also ich persönlich glaube ja nicht an Gott oder irgend sowas. Jesus, okay, aber Gott und so ein Schwachsinn. Kann ich nichts mit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, deswegen finde ich, ist das eigentlich auch total unsinnig, da zu sagen, ja, mach mal das darüber fertig, sammel mal irgendwelche Informationen über Gott und präsentiere die dann der Klasse oder irgend so ein Scheiß. Hab ich persönlich keinen Bock drauf. Ich hätte es auch abwählen können, aber dafür hätte ich dann Philosophie bekommen. Das gibt sogar auch. Philosophie. Okay. Lassen wir das mal jetzt so stehen. Ich sag dazu gar nichts mehr. Zu Philosophie. Ja, aber nee, finde ich recht unnötig. Was gibt's noch für unnötige Fächer? Oder für Fächer, die man eigentlich haben sollte oder so. Was gibt's denn noch? Also, Fremdsprachen außer Englisch sind jetzt für mich sowieso auch tabu. Ich finde, die bräuchte man nicht. Das, ja, es sollten auf jeden Fall keine Pflicht sein. Weitere Fremdsprachen sollten keine Pflicht sein. Wer es sonst machen will, ist mir egal. Also ich persönlich brauche keine. Ich fände es sowieso besser, wenn man einfach nur stumpf Englisch lernen würde. Englisch sollte jeder kennen, und wenn jeder Englisch sprechen würde, dann wäre es auch gut. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wieso es so viele Sprachen gibt. Warum lernt nicht einfach jeder Englisch? Jeder lernt perfekt Englisch, jeder, alle seine Kinder, die lernen dann auch später Englisch. Dann wäre es auch gar nicht mehr so schwer mit Sprachen und sowieso. Würde jeder die gleiche Sprache sprechen, dann wäre auch alles gut. Und ich dachte gerade, der Bulle würde mich verfolgen, aber es war zum Glück nicht so. Ist meine Meinung so. Zu den Sprachen. Ich finde, man braucht nur eine. Und ich finde, Englisch ist dafür am besten geeignet, weil Englisch kann eigentlich fast jeder aussprechen. Englisch kennt jeder. Und ja, wenn jetzt, was weiß ich, die Welt beschließen würde, ja, die Welt lernt jetzt nur noch Portugiesisch und jeder muss jetzt Portugiesisch lernen, weil alle nur noch Portugiesisch lernen, dann würde ich auch Portugiesisch lernen, ist mir egal. Ich finde, man sollte es so machen, dass man eben, ja, alle eben nur eine Sprache sprechen. Das, wie viele Sprachen gibt es? Über 200? Über 300? Unglaublich. Total unnötig. Gibt es überhaupt so viele Länder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, okay, muss ja, ne? Muss ja irgendwie. Irgendwie 200 Sprachen oder noch ein, ja, nein, noch ein bisschen mehr. Nochmal die Hälfte mehr oder ein Viertel mehr oder so. Keine Ahnung, irgendwie so. Unnötig. Braucht man nicht. Deutsch, finde ich, ist auch noch so eine Sprache, da denke ich mir, naja.
allgemein Deutschland bin ich jetzt gar nicht so der Fan von. Die Gründe sind einfach nur, weil Deutschland einfach meistens nur Scheiße baut. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Hitler, alles nur Scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt spreche ich immer so ein bisschen Klartext, sag ich mal. Also, nee, Deutschland ist nicht so mein Fanland. Muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich jetzt allen Deutschland-Fans und was weiß ich enttäusche und so. Nee, ich bin nicht so der Fan von Deutschland. Ich wäre lieber in den USA aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt mal raus. Nein. Ich habe ja sowieso jetzt... Ja, jetzt muss ich nur noch den Idaho finden. Das kann was werden. Ich habe jetzt sowieso gerade nichts zu tun, außer zu fahren. Deswegen muss ich jetzt mal irgendwie so ein paar Sachen ansprechen, ein paar... Ja... ein bisschen was erzählen, was ihr so dazu denkt. Ihr könnt ja allgemein mal die Meinung hier drunter schreiben, was ihr so denkt, wovon ich gerade laber und so. Gebt mir einfach euren Senf zu. Ah. Ah, kriegst du die doofe Scheibe nicht kaputt oder was? Ja, Mann. Idaho. Wo finde ich jetzt den verdammten Idaho? Ich meine, das wäre auch so ein platter Wagen, wie dieser Virgo gerade. Nur so ein bisschen verändert. Ich bin mir aber gar nicht sicher. War hier nicht auch noch irgendwie ein Päckchen immer? Meine ich. Oder? Naja, keine Ahnung. Scheint nicht so. Okay, das ist ein Cheater, aber den nehme ich, weil der ein bisschen schneller ist. Ey, yo, yo, ah, yo, ja, okay. Idaho, das war schon immer so ein blödes Auto. Blöder Wagen. Habe ich noch nie gemocht, den zu suchen. War das gerade der Idaho, der da vorbeigekommen ist? Ist das ein Idaho? Nein, den hatte ich ja gerade. Das ist ein Glendale oder so heißt er. Da, das da hinten. Nein, das ist ein Stallion. Ich dachte, er sah ein bisschen anders aus. Hm. Scheiße. Das ist auch kein Idaho, glaube ich. Den habe ich mir auch schon tausendmal genommen da vor dem Hotel, aber ich meine, es wäre kein Idaho. Egal, ich guck lieber doppelt das gar nicht. Nein, es ist der Oceanic, ja. Hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Ja, nochmal Paul gefahren, super. Ja, geil. Sag mal zwei Bullen. Super klasse. Okay, so ein LKW ist es sowieso nicht. Das ist auch keiner. Das ist ein anderer Wagen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt im Moment. Das ist schon wieder nicht der Wagen. Gibt's ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht glauben. So, 5000. Nice. Oh, diese Penner, ey. Verpisst euch. Ja, danke, ey. Ja, ich finde euch auch ganz sympathisch. Oder ihr seid mir auch sympathisch, meine ich. Jetzt haben die noch meinen Wagen hier unter... Ja. Keine Ahnung, unter ihre Gewalt gebracht. Ja, genau. Schießt mal einfach drauf. Ist ja scheißegal, wer es ist. Oder so, nach dem Sinne. Ne, hier hinter das Päckchen hatte ich ja schon. Deswegen nehme ich mir jetzt den Patriot. Ich spring jetzt hier drüber. Ha, hättest du gerne. Ja, hätte ich auch gern. Ganz ehrlich. Scheiße. So. Idaho. Ich brauche diesen verdammten Idaho. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ist das ein Idaho? Es kann ja sogar gut sein, dass das ein Idaho ist. Ja, nicht Yo-Yo Move, sondern hier einsteigen. Nein, das ist ein Rumpo. Ja, das hätte ich eigentlich auch wissen müssen. Lass mich vorbei. Nichts mein, ja, das wüsste ich aber. Wenn ich dein Dingen wäre. Hier am Arsch, ey. Ist das da hinten, Idaho? Den Wagen, den konnte ich auch noch nie irgendwie einem Namen zuordnen, weil das einfach so die unwichtigen Wagen sind. Regina. Ah, genau, das war doch Regina. Genau. Ja, so eine ganze Bande ist hinter mir her. Polizei ist hinter mir her. Wie wär's mal, wenn ihr die verfolgt? Die schießen doch, nicht ich. Idaho. Scheiße. Scheiße, Wagen. K.
Okay, die hier sind es auch nicht. Da kann ich eigentlich von ausgehen. So. Fahren wir erstmal wieder hier rein. Und dann machen wir gleich weiter. Bis dann. Ciao.